10 Jahre dabei und dabei geblieben. Nee, 5 Jahre. Das sechste Jahr mache ich jetzt hier Nerdenware of Life. Ich bin damit nicht alleine, ich mache das mit dem Digi zusammen, aber hey. Willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming. Ich habe immer noch den Koffeintrieb meines Lebens, aber okay. Dieser Brunnen wurde Claire Borden gewidmet, zur Erinnerung von ihren geliebten Eltern, nur kurz nach dem Tod ihrer Schwester verschieden. Geboren, der Rest ist unlesbar, 8 Jahre. Darunter ist noch eine Inschrift. Untrennbar und noch getrennt, 2 Hälften der gleichen Person, an 2 Orten für immer getrennt. Achso, das muss ich jetzt auch nehmen. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss die andere da jetzt einsetzen. Kann ich da was kombinieren? Nee. Okay. Mich erinnert dieser Koffeinflash, den ich gerade habe, an eine Geschichte, die ich eventuell schon mal erzählt habe, aber ich habe eine ich habe eine Alkoholvergangenheit. Wir haben früher sehr viel gefeiert, sehr viel gesoffen. Das ging dann halt irgendwann, also es fing eigentlich fing es damit an, doch, wenn ich so drüber nachdenke, fing es damit an, dass mein Paps oder, ja doch, muss mein Vater gewesen sein, der hatte damals mal türkisch Pfeffer, diese Bonsche, in Wodka aufgelöst. Ich glaube, das ist ein ziemlich gängiges Rezept, sag ich mal. Und als ich irgendwann so weit war, dass ich auch anfing, Alkohol zu trinken, was recht spät war, wenn ich das mal so sagen darf, dachte ich mir so, hey, man kann ja auch andere Bonsche nehmen und die in Alkohol auflösen. In Wodka. Wodka war damals meine Wahl. Mach das nicht. Als allererstes, mach das nicht. Alter Schwede, bin ich schnell fett geworden. So viel Zucker, so viel Alkohol, das war schon übel. Aber worauf ich hinaus wollte ist, es gab damals noch diese Bonsche von Vic, glaube ich. Diese Energy-Bonsche, diese Koffein-Bonsche. Und natürlich haben wir das dann auch damit mal ausprobiert. Jetzt kommt's. Diese Bonsche, ein so ein Bonsche, wie war das? 2 Bonsche sind so viel wie eine Tasse Kaffee oder irgendwie sowas war das damals? Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Wir haben 4 Tüten, glaube ich, in eine 0,7 Liter Wodkaflasche aufgelöst. Und als würde das nicht reichen, haben wir uns immer 2 Cl oder 4 Cl, ich weiß nicht mehr, wie unsere Mischen damals waren. Also 1 oder 2 kurze in ein großes Glas und das dann aufgefüllt mit Booster. War das damals noch? Ich glaube, das war kein Red Bull. Ich habe das auch noch auf Video. Ich müsste mir das nochmal angucken. Aber worauf ich hinaus will, ist, alter Schwede. Also mein Kumpel hat das überhaupt gar nicht gut vertragen. Der war so drauf. Also, wie gesagt, ich habe es auf Video. Und wir gucken uns das alle paar Jahre mal wieder an. Und das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Das war schon ein bisschen beängstigend. Also es gibt einen Grund, warum auf den Energy-Dosen hinten drauf steht, nicht mit Alkohol mischen. Das ist... Also es war krass. Das war echt heftig. Lest euch das durch, wenn ihr wollt. Und so ein bisschen in die Richtung geht's gerade. So dieses... Nee, ist in dieser Stadt überhaupt irgendwas, Alex? Merkst du, dass mit dieser Stadt irgendwas nicht stimmt? Ja, diese Bonsche gibt es mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. Was heißt glaube ich? Ich weiß, dass es die nicht mehr gibt, weil... Ich weiß nicht warum, aber wir wollten das dann später nochmal machen. Man sollte denken, man lernt aus Fehlern. Ich komme nicht dicht daran. Okay, ich hänge fest. Jetzt nicht mehr. Aber ja, und dabei ist uns dann aufgefallen, okay, diese Bonsche gibt es einfach nicht mehr. Die wurden aus dem Sortiment genommen. Ich vermute mal, dass Kinder daran irgendwie ihren Spaß hatten. Sind ja Bonsche. Gib den Kiddies doch die Bonsche. Das war krass. Das war echt übel. Oh, damn it. The fuck, okay. Das war unnötig. You always were a klutz. You okay? Alex? Oh my god, Alex! Hey, your mom told me I might see you around here. Oh my god, it's so good to see you. It feels like it's been forever.
You alone out here? Soll die Richterin ihre Mom sein? Well, hey, you know, I didn't think I'd ever see you again. You took off without saying goodbye. Yeah, well, I'm not here for long. I'm looking for my brother. You seen him? No. I haven't, Alex. I'm sorry. Ich weiß nicht, ob du einen Stapler als Tacker benutzen solltest. Jesus, what the hell is going on here? I don't know. But every day there are more flyers to put up. Every day more people disappear. I had no idea. And if you did, would you have done anything about it? Yes, I would have come back for Josh, gotten him the hell out of here. God knows what kind of trouble he's in now. Trouble? Look around you, Alex. This whole place is in trouble. I know. I get it. But I have to find my brother. He's my responsibility. After that, I'm gone. I suggest you do the same. Alex, wait. Yeah. I got this from Deputy Wheeler. You should take it. What for? If I hear anything, I'll let you know. Ich bin eine Silent Hill Figur. Alex. Schlimm. I hope you find what you're looking for. Das kommt doch nicht nur mir so vor, oder? Die sind doch irgendwie seltsam animiert. Und die Texturen sind sehr, 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 sehr gering vorhanden. Jetzt steht sie da wieder auf ihrem Stuhl. Na gut, Mädchen. Ja. So war das damals. Nee, aber Leute, lasst das saufen nach. Jetzt fangen wir ernst. Lasst das auch sein. Das ist so eine der Sachen, die ich glaube ich anders machen würde, wenn ich, wenn mir einer sagen würde, ey, du gehst jetzt nochmal 15 Jahre zurück und kannst nochmal schon was anderes machen. Dann wäre das Saufen, glaube ich, das, was ich weglassen würde. Wohl nicht nur, dass ich da wahnsinnig fett bei geworden bin. Ich glaube, ich habe mir doch eine ganze Menge kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe jedes Wochenende IQ-Punkte verloren. Und ich hatte von Beginn an nicht so viele zur Verfügung, dass ich mir das hätte leisten können. Naja. Boah, was haben wir gesoffen, Alter. Dass ich da ohne Alkoholsucht rausgegangen bin, ist schon eine Leistung fast. Ich sehe nichts. Seht ihr was? Ja, ihr seht da jetzt... Ist das auf der Seite? Ne, ist auf der anderen, ne? Ihr seht da jetzt irgendwo das Kabel. Diesen weißen Strich da. Das ist das Kabel, was da runterhängt. Das ist ja doof. Ich sehe nichts, Alex. Mach was. First Person. Wo soll ich hin? Oh, da war... Da. Oh, da ist er. Wo bin ich jetzt? Hä, wieso bin ich jetzt gleich wieder zu Hause? Hä? Okay, egal. Dann gehen wir halt hier lang. Soll mir recht sein. Aber ist krass, ich bin ja jetzt, mittlerweile ist so Alkohol gut jetzt. Wenn ihr das Donkey Kong Country 3 Let's Play gesehen habt mit Chrissy und mir, da habt ihr mich in der 7. Folge oder so auch wieder Bier trinken sehen. Was ist auch wieder? Aber ich bin, also ich trinke so gut wie kein Alkohol mehr mittlerweile. Oder was heißt mittlerweile? Seit 5 Jahren oder so? 6? 4? Irgendwo da in dem Dreh? Ich kann mich nicht erinnern, ich war betrunken. Also so richtig, richtig kaum noch Alkohol. Das ist echt krass. So im Vergleich zu dem, wie es halt vorher war. Ne? Das ist so, ist schon krass. Krass, krass, krass. Warum hat er so viele Benzinfässer? Vermutlich, weil er sehr viel Benzin hat. Wer auch immer er ist. Findest du? Ich würde fast sagen, das ist ein Tisch. Aber ey. Ich frage mich, was bei den ganzen Teilen repariert. Fernseher. Oh, was ist im Kühlschrank? Nix von Bedeutung. Anscheinend.
Wo bin ich jetzt hier? Auf dem Scrapyard oder was? Wo bin ich? Außerhalb der Map? Scheint so, ich bin out of bounds. Der ist nicht mal eingezeichnet, oder was? Und das da unten links, das kann natürlich auch sein. Und ich muss hier dann eine Karte wieder finden. Mach ich. Trash only. Wow, das stinkt. Ich glaube, es ist voll mit Mist. Ich glaube, Mist ist kein Trash. Weiß man nicht. Wie konnte er diesen ganzen Müll denn transportieren? Du stellst die Fragen. Ich wollte eher... Aber okay, das ist nichts. Das Rote da unten. Du hast da was Rotes. Wo bin ich hier? Ich glaube, hier sollte ich noch nicht durch, sondern erstmal das Gebiet, was ich weiter vorne... Da habe ich mich noch nicht ganz umgeguckt. Ich glaube, dass ich da irgendwo noch eine Karte finden könnte. Ich hoffe so ein bisschen. Wisst ihr, das ist ja immer so, man macht ja immer die ganzen Fehler und sagt dann immer anderen Leuten, macht das nicht, macht das nicht nach, macht das nicht auch. Das Ding ist, wir hatten wahnsinnig viel Spaß in der Zeit. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß. Muss man sich halt fragen, ob es das wert war am Ende. Weil langfristig bleiben da bestimmt Schäden. Alter Schwede, das klingt gerade... Ich wollte sagen, schlimmer als es war, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es klingt genau so, wie es war. Dieses mit Bonschen aufgelösten Wodka-Gemisch ging irgendwann so weit, dass ich mit einer Sporttasche voller Wodkaflaschen auf Geburtstage gegangen bin. Und wie den Scheiß kreuz und quer durcheinander gesoffen haben. Und ich weiß noch, das erste Mal, wie ich das gemacht habe, mit so einer Tasche losgezogen bin auf den Geburtstag, war da auch einer, den ich danach nie wieder gesehen habe. Hey man, how's it going? Hallo? Hello. Can I ask you something? I'm busy. Oh, vielleicht kennt er sich mit Waffen aus. Sind Sie Curtis? Hey, you're Curtis, right? Maybe this will interest you. I know you. Sheriff's kid. Alex. Right. Military man now, I see. Steve. I'm pretty sure it's broken. What do you think? Das ist auf jeden Fall sehr groß. I think you must have stole this from your daddy. Just tell me if you can fix it. Now don't go barking orders at me, soldier. The only person that tells me what to do is me. Got it? Pretty neglected. It's a damn shame the way people mistreat such nice things. Look, what I really need is some information. Have you seen my brother Joshua? You want to talk to the mayor? He knows everybody's business. Mayor Bartlett? You know where I can find him? Sure. Same place he is every day. Digging up people's graves. What? You know, there's something seriously wrong with that guy. You know? Like in the head. In the head? That's Mayor Bartlett? Yep. No wonder all the streets are broken. Nobody around here gives a shit anymore. Yeah, I could fix it. Might take a little while, though. Keep it. It's yours. What's the catch? Consider it payment for your help. Soldiers gotta have a gun. Thanks. Yeah. I like a fair trade.
Ich gucke die ganze Zeit auf den Vorschau-Monitor, weil das Bild, also ihr habt sogar Farbe. Bei mir war der Typ gerade einfach nur weiß, von den Klamotten her. Hey man, one more question. How about I take that shotgun off your hands? Yeah, how about if I slap you and kill you, huh? You're looking for a weapon? Take a look around the place. I'm sure you'll find something else you could use. Yes, sir. You got a lot of clock parts in this place. There a reason? Yeah, there's a reason. For fixing clocks. Haven't you noticed that every single clock in this town has stopped at exactly 2:06? Nope, noch nicht. Glaube ich noch nicht. I hadn't. But then take a look around, son. Have you ever tried fixing them? Das macht er doch die ganze Zeit da gerade. I can fix just about anything you put in front of me. But I've never seen anything like this. There's no reason they're not working. It's like there's something causing it. What? Well, that's what you're trying to figure now, isn't it? I'm just trying to find my brother. Well, you might want to think about opening your eyes to everything else that's going on around here. You might find it'll lead you to where you want to go. Also das Voice Acting ist echt gut, finde ich. Relativ gut. Aber die Animationen sind... I'm tired, kid. I just want to be left alone. Die Animationen sind furchtbar. Grundlagen des Fernkampfs. Nachgeladen, nachdem sie Let's Google abgeladen haben, soll ich noch Munition haben. Oft ist es Vorteil, nachzuladen, bevor sie Let's Google abgeladen haben. Ja. Das ist, glaube ich, nicht die cleverste Idee, mich von hinten an ihn anzuschleichen und dann. Gut, aber ich klaue dir erstmal die Pistolenmunition, Curtis. Curtis! Schrottplatzkarte, ja, nice. Und was zum Speichern. Noch nicer. Alter, der Kaffee, ne? Hä? Kann ich keinen neuen anlegen? Okay, dann machen wir hier. Ja, krass. 30.07. Das war vorgestern. Wie ihr da seht. Mit The Room und Origins war ich ja richtig weit vorne, ne? Da habe ich ja richtig vorgespielt, sozusagen. Weil ich halt Zeit hatte. Dann dachte ich mir, ja gut, dann nimmst du das halt auf. Und wie ihr seht, bin ich heute knapp dran. Gestern, also am 31. lief die letzte Origins-Folge. Da hatte ich gerade mal die ersten beiden Folgen aufgenommen. So wie es aussieht, werde ich... Ach, guck mal, jetzt bin ich hier. Interessant. Seit langem das erste Mal wieder, gut, The Last of Us habe ich auch hochgeladen, bevor ich das komplett aufgenommen hatte, aber das war das was anderes. Zum ersten Mal seit langem wieder richtig aufnehmen, während es läuft, so. Ich glaube nicht, dass ich es heute Nacht durchspielen werde. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis, warte mal. Also wieder zum Friedhof zurück, um den Bürgermeister anzuquatschen, der jetzt auf einmal der Gravedigger ist. Irgendwas ist doch in dieser Stadt, also grundlegend verkehrt. Wenn der Bürgermeister Gräber aushebt von Leuten, also von fremden Leuten, warte mal, wo war denn jetzt hier noch eine Tür? Ist das diese hier? Ja, das ist ja dumm, okay. Aber da war noch eine andere Tür. Ach, das sind Handschuhe. Ich dachte gerade, wieso liegen hier Körperteile? Okay. Ja, okay, ich renne wirklich im Kreis. Aber wenn ich mir den Schrottplatz so angucke, dann habe ich hier, glaube ich, alles abgehakt. Und wir gehen jetzt einfach wirklich zurück. Zum Friedhof. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist... ein Quest-Item. Gegen
unsere erste Schusswaffe einzutauschen. Das ist doch ganz cool. Da ist sogar Munition. Achso, ja klar, weil ich Munition eingesammelt habe. Aber dann ist es nicht voll. Wie war das jetzt? Hier lädt man jetzt nach. Aber 9 Schuss. Achso. Warte mal. 9 Schuss im Magazin und 18 habe ich. Oder? Ausprobieren. Da. Do not enter. Aber wir liefen doch, oder? Wenn wir jetzt hier durchgehen, gehen wir wieder raus? Ich hoffe es. Da ist er wieder, mein alter Feind. Die Orientierung. Ja, okay, wir sind genau da, wo ich vermutet hatte, dass wir da sein werden. Okay, gut. Wir brauchen immer noch eine Axt, um die Türen zu öffnen. Ich mag diese, die Strukturierung. Habe ich ja schon erwähnt? Ich hatte, glaube ich, erwähnt, dass ich die Strukturierung merkwürdig finde, aber mittlerweile bin ich so, das finde ich ganz gut. Man findet verschiedene Waffen. Also wir brauchen jetzt ja noch eine Axt, um andere Türmöglichkeiten zu öffnen. Hello? Alex Shepard. Alex Shepard? I thought you were in a... Hello? Hello? Oh, the frames! Ich habe das Gefühl, dass die Schusswaffe auszuwählen eine gute Entscheidung war. So, dann schlage ich zu. Okay. Ja, okay, genau. Und das ist die Gesamtmunition, die ich dann habe. Alles klar, cool. Bist du jetzt tot? Ich habe nicht so ein gutes Trefferfeedback. Scheint aber tot zu sein. Falsche Richtung. Was geht denn eigentlich mit den Steuertasten? Ich wollte es nämlich gerade sagen. So eine Schnellwahlfunktion wäre geil für die Waffen, aber die Steuertasten, das Steuerkreuz. Ach, guck mal, und rauf ist das Licht an und aus. Nicht immer den hier und dann Viereck. Nein, nach oben drücken. Und unten ist dann heilen? Sieht nicht so aus. Okay. Wieso sagt ihr mir das nicht einfach? Als wäre das so eine geile Funktion, dass... Egal, nicht aufregen. Ich habe jetzt gerade keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Lass mich in Ruhe. Ich bin auf dem Weg zum Friedhof. Ja, ich habe das Gefühl, das bringt nichts, wenn ich dich nicht kill. War das ein Finisher? Es gibt Finishing Moves? Holy cow. Was Licht aus. Seht ihr da noch was? Ja. Wobei ich mir fast sicher bin, dass... Doch, guck mal, das bringt was. Wie geil. Na, das bringt doch nichts. Ah, so muss ich ausweichen. Okay, ich steig langsam dahinter. Ich finde das Kampfsystem immer noch ziemlich dumm. Aber ich steige dahinter. In der zweiten Stunde kann man das, glaube ich, machen. Stimmt, ich habe ja immer noch diese beiden Halbkreise. Was mache ich denn damit? Kann ich die hier vielleicht einsetzen? Ich habe sie doch nicht mehr. Sie haben keine Gegenstände. Ah, ich habe das Tor geöffnet. Sorry. Sorry. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, gewöhnt euch dran. Ich vergesse ganz gerne mal Sachen. Okay, aber dich kann ich ignorieren.
Ich muss auch sagen, mittlerweile bin ich so ein bisschen an der Geschichte interessiert. Ich möchte ganz gerne wissen, was hier los ist. Worum geht's? Was ist mit Josh? Also was hat das mit ihm auf sich irgendwie? Warte mal, doch. Nee, hier runter? Und dann da durch, ne? Ich glaube, ja. Und was ist mit dieser Stadt los? Und warum sind wir nicht in Silent Hill, sondern in Shepherd's Glen? Was ja das Nachbarörtchen von Silent Hill ist, wie wir alle wissen. Das treffe ich sowieso nicht. Also Silent Hill ist eine Stadt und das Spiel heißt Silent Hill. Lass es doch in Silent Hill spielen. Melancholica hat er neulich auch geschrieben, habe ich gelesen. Dass er so ein bisschen verwundert war, dass Origins in Silent Hill spielt. Wobei ich sagen muss, dass ich das wirklich sehr seltsam gefunden hätte, wenn der Origins-Teil nicht in Silent Hill gespielt hätte. So, wo genau will ich jetzt hin? Warum ist das markiert? Halt, was willst du? Warum ist das Barrett-Mausoleum markiert? Ich will ja immer noch jetzt zum Bürgermeister. Burger. Zum Bürgermeister. Fuck, wie geht das? Nee, komm, ich gehe da jetzt einfach dahin zurück, wo ich ihn gesehen habe. Und dann wird Alex ihn ansprechen und sagen, hey, hey, Mr. Mayor. Hey, Mayor, Mayor. Und dann, was willst du denn jetzt? Suchst du nahen Kontakt oder kann man an dir vorbeilaufen? Schwierig. Hui. Okay, ich komme nicht an dir vorbei, ich hab's mitgekriegt. Alles klar, Schusswaffe. Alter. Das sind jetzt schon meine Nicht-Lieblingsgegner. Nicht, weil sie irgendwie komisch sind, sondern weil sie die Frames droppen. Andere droppen das Mic, die droppen die Frames. Ist okay. Muss ich hier nicht irgendwo wieder durch die Wand? Hier sieht gut aus. Das ist ja ganz fieses Backtracking auch, ne, wenn man mal so drüber nachdenkt. Okay, hier geht's vielleicht auch irgendwann weiter. Das ist. Ist okay. Normalerweise stehen die Türen noch immer offen, durch die ich kann. Egal. Meine Orientierung hat es wieder zugeschlagen. Die Folge neigt sich im Ende. Das ist okay. Mal gucken. Ich denke, ich werde heute noch eine werde ich noch aufnehmen. Vielleicht sogar zwei. Mal gucken, wie fit ich gleich bin. Ich bin überrascht, wie krass das Koffein kickt. Weil eigentlich bin ich ziemlich im Arsch. Die Arbeit ist im Moment echt anstrengend und dann ist es zu spät nachts und so. Und gestern war ja auch lang. Aber ich sag mal, ist jetzt nichts Schlechtes. Ich meine, deswegen habe ich mir den Kaffee hier reingedrückt. Damit ich fit und wach bin. Ah, guck mal hier. Das sieht doch interessant aus. Was für eine gruselig aussehende Statue. Na gut, dann halt ich. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge wieder schon reingehen und macht's gut. Fuck. Ciao. Wowie. Lange nicht mehr gesagt.